Hi, Alex hier vom Recording of Arts Tone Studio. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ich habe heute einen besonderen Gast da. Marcel, stell dich doch einfach mal kurz vor. Jo, grüß dich Alex. Ich bin der Marcel, bin selbst Musiker, habe selbst ein Studio, aber weshalb wir heute hier sind, ist, weil ich meine Musikmarketingagentur Tapback Media so aufgebaut habe, dass ich Artists und Bands Reichweite, Follower und vor allem aber auch es ermögliche, finanziellen Rückfluss und eine echte Fan-Community aufzubauen. Und an der Stelle vielen, vielen Dank, dass ich da dabei sein darf bei deinem Podcast. Hab richtig Bock heute. Ja, mega. Jetzt ist es so, dass ich gesagt habe, es ist ja oft so, dass die Künstler gerne ins Studio gehen, Songs aufnehmen, veröffentlichen und aber nie so richtig wissen, was mache ich eigentlich. Also manche schalten irgendwie eine Werbeanzeige und das war's und der nächste macht halt gar nichts und wundert sich, dass die Songs irgendwie 20 Streams erreichen und halt nicht gehört werden. Und jetzt ist die Frage, wenn ich so einen Spezialist wie dich da habe, wo trittst du im Spiel rein und was können die mal mindsetmäßig verändern, dass da mal mehr geht für die Leute? Naja, grundsätzlich abgesehen von den ganzen Grundstrukturen, die da stehen müssen, das heißt, dass der fertige Master ready ist, dass das Artwork ready ist, müssen sie natürlich den Song über einen Distributor ihrer Wahl hochladen, damit eben der Song auch rauskommt auf allen Streaming-Plattformen. Und was man dann macht, ist im Prinzip, dass man Content macht über die Emotionen des Songs. Ja, das ist das, was Artists an der Stelle direkt selbst umsetzen können. Jeder Artist hat eine Vision, was der Song aussagen soll. Das ist so. Ob das einem bewusst ist oder nicht bewusst ist, weil manche Artists schreiben ja Songs eher der Musik wegen, ja, und weniger der Aussage wegen. Sehr, sehr viele Artists schreiben aber einfach Songs, um die Aussage an die Welt hinauszuschicken. Und an der Stelle macht es dann einfach Sinn, dass man dann halt auch Kurzvideos dazu macht. Kurzvideos auf Social Media. Ja, es erleichtert einem sehr, sehr viel, wenn man dann schon ein Musikvideo ready hat, das man dann eben auch mitnutzen kann für diese Kurzvideos. Aber am Anfang muss man sich das so vorstellen, dass man den potenziellen Hörer, den potenziellen Fan einfach mal erklärt, worum es geht, so, ja, weil das vergisst man dann. Oft sehe ich das, dass Artists dann nur sehr, sehr stumpf, zum Beispiel im Musikvideo, dann das eigentlich in 16 zu 9 geshootet ist, auf einmal in Hochformat reinknallen, dann passt das nicht perfekt und dann eigentlich irgendeine Schrift drüber wie Song Out Now oder Listen on Spotify. Das sind im Prinzip Ankündigungen, das hat aber nichts mit Content zu tun, ja. Das heißt, an der Stelle macht es dann einfach Sinn, dass man dann wirklich exklusiven Content dann noch für Social Media dazu macht und den Leuten erklärt, worum es geht. Ja, weil stell dir mal vor, du kommst rein in einen Supermarkt am Land, ja, gerade, also jetzt nicht unbedingt in der Stadt direkt drin, ja, aber am Land oder bei einem Kiosk, ja, da wo man sich schon jahrelang kennt, was machst du als erstes? Als erstes sagst du Hallo. So, und du gehst nicht rein und sagst Zitrone und du bekommst dann die Zitrone oder so, ja, sondern du sagst, was du willst, du redest mit den Leuten, du kommunizierst, ja, und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich denke mal, dass es was damit zu tun hat, dass sehr viele Musikmarketingagenturen oder Musikmarketing-Influencer, die auf YouTube erklären wollen, dass du halt Werbung schalten musst, etc. und da sehr, sehr stumpfen Content machen musst, aber das ist halt alles Schwachsinn. Also du brauchst unbedingt eine Kommunikation zuerst, bevor du mal der Welt deinen Song präsentieren kannst. Ja, ich glaube, es ist auch furchtbar wichtig, guten Content zu machen. Also es gibt ja mittlerweile mittels iPhone oder so auch schon Handykameras, die gute Reels drehen können. Aber ich glaube, konstant dran zu sein und halt nicht bloß ein Video hochzuladen, das Song ist da, sondern wirklich zu gucken und dann zu analysieren, wie performen die Videos. Also man kriegt ja dann Daten raus, zu der Uhrzeit hat es so und so viele Likes gekriegt und dann kann man sich ja daraus schließen, wie man sich pro Video seine Community zusammen aufbaut oder seine Fangemeinde zusammen aufbaut. Und ich glaube aber, das Allerwichtigste, was man sich bevor dieser Content-Strategie fragen muss, ist, wer bin ich eigentlich als Künstler und wo will ich hin? So, also man kann jetzt, bevor man irgendwas startet, ist halt das, wenn du noch gar nicht selber weißt, was du eigentlich erreichen willst, ist es halt schwierig, dann irgendwas aufzubauen. Das ist ein zweischneidiges Schwert, von dem du da sprichst. Weil wenn du ewig lang nur überlegst, was möchtest du eigentlich und wie planst du und immer nur in der Planung bist und gar nicht in die Umsetzung kommst, hast du ein Problem. So, ja. Natürlich gebe ich dir absolut recht, man sollte sich schon mal fragen, was will ich eigentlich? So, warum mache ich das eigentlich, klarerweise? Wenn das vielleicht nicht direkt beantwortet
werden kann von einem selbst, ja, dann macht es mal Sinn, dass man zuerst in die Umsetzung geht und dass man dann eben schon Content macht, weil das ergibt sich dann auch bis zu einem gewissen Grad selbst. Du hast gerade vorher angesprochen, dass man eben konstant dabei sein muss und auch die Videos analysieren muss. Ich gebe dir auf alle Fälle recht, dass man konstant dabei sein muss. Das zeigt uns im Prinzip jede Social Media Plattform. Je konstanter du guten Content machst, der deine potenziellen Hörer anspricht, desto besser wirst du ausgespielt. Ja, weil du baust dir dann ein Following auf von den Leuten, die das dann gut finden, die deine Beiträge liken, die kommentieren vielleicht und die folgen dir dann auch in weiterer Folge. Ja, das heißt, der Content wird denen natürlich immer wieder ausgespielt, aber vor allem lernt der Algorithmus, wer sind diese Leute? Für wen könnte dein Content nochmal interessant sein? Und der spielt dann, also der Algorithmus auf den unterschiedlichen Social Media Plattformen spielt das dann auch dementsprechend den passenden Leuten dann auch aus. Ja, das Thema mit dem Analysieren, bin ich jetzt ganz ehrlich, das macht ohne einen passenden Mentor wenig Sinn. Weil das Analysieren der Inhalte, wenn du noch nicht mal deine Grundaussage richtig hast, wenn du noch nicht mal weißt, worum es in deinem Song vielleicht geht, ja, oder vielleicht auch nicht den Content machst, der über die Emotionen deines Songs spricht, ja, dann macht es wenig Sinn, dass man das analysiert, weil wenn du dann zum Beispiel ein Meme gepostet hast oder so und das geht viral, ja, dann ist das eben deshalb viral gegangen. Und das ist halt auch so ein bisschen ein Thema. Memes generell bei Content-Erstellung oder so würde ich sowieso meiden. Das sage ich auch immer wieder bei mir auf Social Media oder auch in meinem eigenen Podcast. Und da würde ich nicht zu viel analysieren, ja, weil oft ist einfach der Schritt schon der Fehler, der sogenannte, schon 3 Schritte vorher passiert, wenn was nicht gut funktioniert. Und wenn was gut funktioniert, muss man sich aber auch ganz genau anschauen, warum hat das gut funktioniert. Klarerweise. Ja. Und manchmal, das kann man auch sagen, gerade Social Media, gerade TikTok ist eine sehr schnelllebige Plattform. Manchmal ist es einfach so, dass du ein Video nochmal postest, ja, also Content Recycling nennt sich das bis zu einem gewissen Grad. Und das geht dann auf einmal komplett durch die Decke, obwohl du das Video schon 2, 3 Mal vorher gepostet hast. So, und was ist dann die Erklärung dafür? Schwierig, ja. Kann man dann analysieren natürlich, wann hat man gepostet, war das eine andere Uhrzeit, hat man jetzt vielleicht schon mehr Following und ist es deshalb besser angekommen, hat man vielleicht andere Hashtags oder eine andere Beschreibung verwendet. Also das sind alles Dinge, natürlich kann man sich die anschauen. Ich bin aber eigentlich eher ein Fan davon, einmal zu machen, mal umzusetzen, weil, das sehe ich auch sehr, sehr oft, Artists kommen sehr selten in die konstante Umsetzung. Es ist dann, wenn es dann wirklich losgeht, hast du eine, wie sagt man, eine Erfahrung, wie viel, gibt's einen Startpunkt, wie viel Reels man zum Beispiel im Monat veröffentlichen sollte, in welchem Abstand, dass man mal anfängt irgendwie, also dass man jetzt nicht sagt, man macht 10 Reels pro Tag, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, dass du so viel Output generieren kannst, aber dass man mal so eine grobe Richtlinie gibt, wie das funktionieren könnte. Also wenn man startet, wird es sehr schwer, dass man 10 Reels pro Tag macht. Ja, das ist jetzt so ein bisschen ein Thema. Instagram funktioniert aktuell etwas anders als alle anderen Social Media Plattformen. Das heißt, auf Instagram würde ich aktuell, ja, Stand, was haben wir jetzt? Juni, Juni 2024, würde ich aktuell nicht mehr als ein Reel pro Tag posten. So, tendenziell eher sogar weniger. Also ich mache es mit allen Social-Media-Kanälen, die ich selbst betreibe, so, dass ich circa 2 bis 3 Mal pro Woche nur ein Reel poste. Ja? Auf Instagram gerade selbst ist es viel, viel wichtiger, die Stories zu nutzen, weil die nutzen nämlich die meisten Leute komplett falsch. Und die Stories sind ein valides Mittel, um seine Follower, die man schon hat, zu aktivieren. Ja, das ist auch was, das zeigen wir bei uns im Coaching. Da gibt es extrem gute Methoden, die dann auch darauf abzielen, Merch etc. zu verkaufen. Aber klar, um deine Frage jetzt nochmal zu beantworten, Anfang macht Sinn, so viele Reels zu posten, wie du es schaffst, konstant durchzuhalten. Und mit konstant meine ich jetzt nicht nur 1, 2 Monate, sondern 1,5, 2 Jahre. Ja, das ist noch einmal ein Game Changer. Wie viel kannst du realistisch konstant posten in einem Zeitraum von 2 Jahren. Das geht natürlich dann immer so um die eigene Zeit. Wie kann man sich die gut einteilen? Macht man dann auch schon, welchen Content macht man dann? Ja, das ist nämlich auch ein Thema, weil oft sehen wir das sehr, sehr oft. Musiker sind, so kreativ sie im Musikbereich sind, so unkreativ im Content erstellen. Also da gibt es
Natürlich, jetzt allgemein gesprochen, ja, natürlich gibt es Beispiele, da wo das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und die Musiker, die da schon das richtig machen und richtig den Content machen für ihre potenzielle Zielgruppe, die machen das aus Intuition aus richtig, ja, weil die da so ein bisschen was verstanden haben, vielleicht bewusst oder unterbewusst, ja. Aber auf TikTok zum Beispiel, generell kannst du ja 3 bis 5 Videos täglich posten, ja, also das lässt der Algorithmus zu. Und der Abstand zum Beispiel auf TikTok wäre, dass man sagt, okay, irgendwas zwischen 30 und 60 Minuten zwischen den Videos, die du täglich postest. So. Wenn du jetzt aber auf TikTok zum Beispiel sagst, da kann ich auch nicht täglich posten, na, dann post halt alle 2 Tage. Ist auch cool. Du brauchst nur eine gewisse Konstanz. Ja, je länger du das machst, desto besser wirst du ja auch in dem, was du tust, wenn du auch Fehler dabei machst. Das ist nämlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Du musst Fehler machen, um zu lernen, sonst geht's nicht. Ja, natürlich kann man Abkürzungen gehen, indem man sagt, okay, wir gehen jetzt zu Tapac Media und die zeigen uns, wie das alles richtig funktioniert. Klarerweise ist unser Konzept wirklich erprobt und die Strategie funktioniert nicht nur bei uns selbst, ja, weil wir selbst sind eine Metalcore-Band. Wir haben Österreichs größte Metalcore-Band von null auf, ohne jegliche Kontakte aufgebaut, sondern eben auch bei anderen Artists. Und das wäre so eine Abkürzung, da sagt, okay, da hat man so diesen Boost, der einem dabei noch einmal hilft, dass man da wirklich auch die richtigen Schritte direkt geht. Ja. Aber klarerweise können wir Artists und Bands auch nicht alle Fehler nehmen, die sie selbst vielleicht durchleben müssen. Und Das ist warte noch ganz kurz und alles okay. ganz, ganz kurz auch zu den anderen Social Media Plattformen, auf YouTube einfach so viel, wie du hast. Ja. Auf YouTube die Shorts mitnehmen unbedingt und Facebook auch. Am Anfang, ganz am Anfang, würde ich mich aber nur auf eine Plattform wirklich fokussieren. Das ist sehr wichtig, denn ansonsten bekommst du nämlich als Artist einen sehr, sehr großen Stress. Ja, du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt gesagt. Artist und Stress. Und ich glaube, was viele lernen müssen, ist, Dinge abgeben zu können. Also du kannst nicht, also das hatte ich auch schon bei Majoscha gesagt, du kannst nicht alles, also du kannst nicht alles alleine machen, das wird dich irgendwann überfordern. Und wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt zu sagen, ich gebe das Leuten zum Beispiel wie dir ab, die das können, ihr habt euch ja damit spezialisiert mit Marketing und die ganzen Sachen, die dazugehören. Und ich kann selber nur Artist sein, glaube ich, dass die Output-Rate sehr viel besser werden wird, wie wenn du alles versuchst, irgendwie selber zu machen. So, Na, das, ja. das heißt praktisch, die Leute suchen, die in dem Bereich Spezialisten sind, gerade im Videobereich, gerade im Marketingbereich, gerade auch im Tonbereich. Und dann selber sich auf die Band und auf die Band intern und auf die Songs konzentrieren, dass sie gut werden. Und dann halt als Team zusammen gemeinsam wachsen. Ich glaube, das ist so das Wichtige, was ich gelernt habe. Ja, auf alle Fälle. Also Sachen abgeben ist auch was, was Artists lernen sollten, auf alle Fälle. An der Stelle vielleicht nochmal eine ganz kurze Erklärung, was wir konkret machen, weil wir setzen natürlich nicht für Artists um. Also wir sind jetzt keine herkömmliche Musikmarketing-Agentur, da wo man jetzt sagt, okay, kommt zu Tapac Media, die posten dann für euch auf Social Media, die machen alles für euch auf Social Media und verlangen dafür monatlich permanent einen Betrag und dann zahlst du dein Leben lang dafür, dass du Reichweite bekommst. Also so funktioniert bei uns das Konzept überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wir nehmen Artists den Schritt ab, dass sie nichts mehr entwickeln müssen. So, an der Stelle, dass sie nicht mehr schauen müssen auf YouTube 400, 500 Videos, um zu erkennen, dass jeder was anderes sagt im Bereich Musikmarketing, sondern wir zeigen ihnen wirklich die Methoden, die funktionieren, die jetzt aktuell noch funktionieren und die auch wahrscheinlich in Zukunft sehr, sehr gut funktionieren können, ja. Und da helfen wir einfach Artists, die richtigen Schritte zu gehen für sich selbst, ja. Und dass sie dann aber vor allem diese komplette Werkzeugkiste, diese Toolbox, die wir mit ihnen aufbauen, dann auch permanent selbst nach dem Coaching weiter anwenden können. Weil das ist ja das Geilste, was wir ja auch selbst vorleben. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bringe ja niemandem etwas bei, was ich selbst nicht vorleben würde. So, das heißt, ich setze mit meiner Band selbst auch aktiv um. Natürlich haben wir einen Videografen, der macht das alles professionell, der shootet unsere Musikvideos. Unsere Ausnahme ist halt jetzt, dass wir haben selbst ein Tonstudio, da nehmen wir selbst auf, klarerweise. Ja, ist aber auch nicht unbedingt immer die beste Idee, sage ich jetzt ganz ehrlich. War ein sehr, sehr langer Prozess dorthin, dass das auch so gut funktioniert. Aber natürlich setzen wir um und haben unsere Experten rundherum, die uns dabei helfen,
unsere Musik in die Welt hinauszuschicken. Das ist ein wichtiger Punkt, ja, weil das möchtest du. Du möchtest dir deine Grundaussage in die Welt rausschicken. Und wie geht das am besten? Indem du konstant auf Social Media Content machst, der deine potenziellen Hörer ansprechen könnte. Ja? Und das zeigen wir Artists und Bands und helfen ihnen dabei, einfach wirklich auch permanent, langfristig ihre Ziele zu erreichen. Und die Ziele von Artists und Bands sind durchaus sehr, sehr groß, wie du das selbst auch weißt. Ja, das ist sich Ziele setzen, am besten auch konstant den Weg gehen und dann mit den richtigen Leuten gehen. Das ist, glaube ich, so diese Kernaussage. Und auch zu verstehen, dass man dafür was investieren muss. Also immer wenn du denkst, dass du da irgendwie umsonst oder sowas wegkommst, das wird nicht funktionieren. Ist ja auch nicht gut. Also klingt ja dann auch nicht gut, wenn es der Freund von nebenan macht, der irgendwie auch ein Studio bei sich zu Hause hat. Und na, das man muss da schon mit Profis arbeiten, damit man eben auch sich selbst das ermöglicht, dass man die Schritte danach gehen kann. Das ist ja der Punkt. Wenn deine Produktion scheiße klingt oder wie eine Demo, kannst du ja zu keinem Veranstalter der Welt gehen und sagen, lass mich spielen. So. Hingegen, wenn das so klingt wie eine professionelle Top-Produktion, die nicht nur im Radio, sondern auch auf Spotify in den ganzen Top-50-Listen und so drin sein könnte, von der Qualität her, öffnest du ja dir permanent diese Türen. Und dann wird der Veranstalter auch gleich mal hellhörig, weil das eben dann auch ein gut produzierter Song ist. Weil der sich denkt, hey, ich kenne den Künstler noch gar nicht, warum klingt der denn so gut? Ja, das hatte ich jetzt mit einem Künstler, der hat, dem habe ich dann gezeigt, wie Social Media so ein bisschen funktioniert. Der hat mit einem Song 100.000 Streams erreicht in einem Monat. Und dadurch hat er seinen ersten Return in Invest bekommen und kriegt jetzt bezahlte Auftritte dafür. Und aber er struggelt aktuell, den Weg zu finden, den Content so aufzubauen, dass er funktioniert. Und ich glaube, da wäre halt jetzt jemand wie du, mega geil zu sagen, so, pass auf, probier die Strategie aus, das funktioniert so, das funktioniert so, ich weiß das. Und dass er das dann auch weiter umsetzen kann. So, Ja, verstehst du, was klar, ich meine? weil das ist ja auch genau das, was wir mit Artists und Bands machen. Wir bereiten sie ja dann auf die Schritte zukünftig vor. Weil, wie du richtig erkannt hast, das erste Problem von Artists ist immer Reichweite. So, natürlich, die Probleme davor sind Songwriting, schreibe ich schon die Musik, die ich auch selbst feiere, ja, da wo ich auch sage, okay, das möchte ich auch in die Welt hinausschicken. Aber dann auch in weiterer Folge ist dann die Produktion das nächste Problem. Ist die Produktion schon gut genug? Und dann kommt aber das erste Problem, wo viele Artists dann einfach scheitern, ist Reichweite. Und das ist dann in dem Fall, wenn man dann schon mal 100.000 Streams ja, innerhalb von einem Monat generiert für einen Song, ist das schon mal sehr, sehr gut, klarerweise. Muss man sich dann aber auch immer anschauen, wie habe ich das jetzt erreicht? Habe ich das jetzt erreicht über Playlist Pitching, habe ich das erreicht, indem ich extrem viel in Werbung investiert habe, dann ist das zwar schon mal cool, ja, aber in vielen Fällen ist das halt kein konstanter, langfristiger Aufbau. Man muss nämlich das verstehen, Reichweite ist zwar das erste Problem, das es bis zu einem gewissen Grad zu lösen gibt, aber das viel, viel größere Problem ist dann, langfristig und konstant echte Fans aufzubauen, nämlich echte Fans, die dann auch auf Konzerte gehen, echte Fans, die dann deine Musik permanent streamen, die deine Musik in ihre eigenen privaten Playlists reinhauen und dort einfach permanent diese Playlists streamen. Das heißt, du hast dann wahrscheinlich in deinem Spotify for Artists Account, wirst du dann sehen, dass sehr, sehr viele Playlists gar keinen Namen haben oder einfach gar kein Artwork haben und nur dieses Quartett aus den ersten 6 Alben drin haben, als Artwork. Und da wo dann teilweise einfach keine Follower drauf sind, weil das ja eben diese privaten Playlists sind. Ja, das heißt, wenn das schon mal der Fall ist, ja, dann machst du im Prinzip alles richtig. Ja, wenn das jetzt aber so ist, dass du permanent für Playlist Pitching zahlst, permanent Playlists anschreiben musst, ja, dann machst du dich abhängig. Dann machst du dich abhängig vom Gatekeepern, weil was passiert, wenn derjenige dann sagt, nein, den Song finde ich nicht gut. So. Dann featuret er deinen Song nicht. Das heißt, du kommst dann nicht auf diese große Playlist drauf. Das bedeutet, dein Song wird wahrscheinlich dann komplett floppen. Ja? Und das ist ein Punkt, da muss man einfach auch so ehrlich sein zu Artists. Dieser Aufbau von echter Reichweite, echte Zielgruppe ansprechen und auch diese Reichweite dann umzusetzen in echte Fans, aktive Fans, das ist ein Prozess, der nicht über Nacht funktioniert. Du wirst nicht über Nacht berühmt und hast jetzt eine Fanbase von 100.000 Leuten. So. Nie. Ja, das sind immer schon Jahre davor an Vorarbeit geleistet worden, selbst wenn mal ein Song irgendwie viral geht auf TikTok oder auf Instagram. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, man muss sich unbedingt anschauen, wie baue ich diese Reichweite auf, die ich da habe. Weil wenn du nicht permanent diese Reichweite dann auch auf alle deine anderen Songs bringst, ja, dann hast du dann langfristig ein Problem.
So, weil dann hast du diesen einen Song, der hat gut funktioniert, was cool sein kann, ja, diese One-Hit-Wonder-Dinger, kann cool sein. Aber wenn du dann die Strategie hast, die wir dir an die Hand legen, dass du das dann auch umsetzen kannst in echte Fans, wenn die ganzen Systeme hinten nachstehen, da wo du den Leuten dann aktiv und passiv Merch verkaufen kannst, sei es jetzt bei Konzerten, aber viel, viel wichtiger online, weil das ist viel, viel stärker, dann hast du nämlich auch einen finanziellen Rückfluss, kannst dann wieder mehr Geld in Werbung stecken und kannst dann auch wieder mehr pushen, kannst dann neue Zielgruppen ansprechen, kannst neue Leute erinnern daran, dass dein Song draußen ist, aber eben auch deine alte Fanbase. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt an der Stelle. Hast du mal so ein Way to go, wenn ich jetzt eine Band, wenn ich jetzt eine Band bin und anfange, ich nehme jetzt Songs auf, gibt es so einen Weg, den man sagen kann, wie viele Songs soll ich in welchen Abstand posten? Es gibt ja, einer hat mal zum Beispiel gesagt, es gibt so eine Challenge, irgendwie jeden Monat einen Song rauszuhauen. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist, weil du ja trotzdem auch eine Promotion- und Marketingstrategie haben musst. Gibt es da irgendwie so einen Weg, den man mal nutzen kann zum Anfang? Als Newcomer, sage ich jetzt ganz ehrlich, kannst du natürlich viele Songs in kürzerer Zeit veröffentlichen. Theoretisch. Ja, wenn das Budget da ist. Weil du möchtest natürlich irgendwo deinen Katalog aufbauen. Du möchtest ja mehrere Songs draußen haben, damit eben, wenn ein Song dann viral geht, dass du die Leute auch auf alte Songs hinschicken kannst. Das ist generell was im Musikmarketing, vergessen alle, dass die Musik, die schon einmal veröffentlicht wurde, nicht tot ist. So, die lebt weiter. Man kann weiterhin Promotion machen. Man kann Promotion machen für einen alten Song. Aber jetzt gerade am Anfang, weil Budget ja immer für Newcomer auch ein großes Thema ist, würde ich auf keinen Fall das unterschätzen, was eigentlich hinten dran noch dran ist. Ja, also diese Promotion-Phase, die dann da ja kommt. Du hast ja einerseits diese Vorwärmphase, da wo du schon einmal Content machen kannst für einen Song, der noch nicht draußen ist. So, das sagen jetzt sehr, sehr viele Musik-Marketing-Influencer. Na, solltest du nicht machen, weil du kannst ja die Leute noch gar nicht auf einen Song hinschicken. Ja, vom Grundprinzip hat er natürlich bis zu einem gewissen Grad recht. Aber wenn dich noch keiner kennt, warum solltest du dann nicht direkt anfangen? Du kannst ja direkt anfangen. Das macht ja gar keinen Sinn, dass du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt keine Promotion für den Song, weil der ja noch gar nicht draußen ist, als Newcomer. Ja. Natürlich kannst du den Song, zumindest den ersten Song, schon mal vorab releasen, ja, damit du die Leute irgendwo hinschicken kannst. Das ist klar. Aber für die weiteren Songs würde ich durchaus Content machen, auch bevor der Song noch draußen ist. So. Wie viele Songs kann man pro Jahr releasen? Naja, so viel wie dein Budget zulässt. Weil du musst dir überlegen, du hast die Produktion zu zahlen, du hast Musikvideos zu zahlen und meiner Meinung nach gibt es in der heutigen Zeit keine Ausrede mehr dafür, dass man für ein ganzes Album nur ein Musikvideo macht. Nein, du hast, wie du richtig gesagt hast, auch für Reels etc., ja, wenn du gerade Newcomer bist, wenn du independent bist, wenn das Budget nicht da ist, hast du trotzdem immer noch ein iPhone in der Hosentasche und du kannst mit einem iPhone ein Musikvideo shooten. Es gibt nichts, was dich abhalten sollte davor, die richtigen Schritte zu gehen. Und ein Musikvideo ist eins der wichtigsten Schritte. Ja, da wird oft gesagt, Musikvideos sind tot. Hört auf, Musikvideos zu machen. Ja. Nein, Musikvideos sind noch immer sehr, sehr relevant. Schau mal auf Social Media, wie oft wird ein Musikvideo gerepostet. Das ist mehr oder weniger Content, den du auf Social Media immer wieder bringen kannst. Abgesehen davon, die Leute, die dann deinen Song gut finden, die schon emotional connecten mit dem Song, die connecten ja dann noch viel besser, wenn sie das Musikvideo sehen. Weil ein Musikvideo bietet eine zusätzliche Ebene an emotionaler Bindung. Ja, da kann man vielleicht nochmal andere Aspekte eines Songs beleuchten. So, das heißt, Musikvideo für jeden Song. Das bedeutet, es muss nicht immer das professionellste Setup sein. Ja, natürlich langfristig schon, da braucht man nicht drüber reden, dass man da mit Experten zusammenarbeitet. Aber gerade im Filmbereich kann man da schon sehr viel selbst machen am Anfang. Und dann muss man sich halt anschauen, was passiert so in dem Jahr. Ja, im Sommer macht es keinen Sinn, dass du jetzt irgendwie einen Wintersong releast. So, das heißt, da gibt es dann oft bei Bands, wenn die jetzt keinen dedizierten Sommersong haben, den Punkt, dass man sagt, okay, Sommer, Juli und August lassen wir aus, releasen wir nichts. Macht Sinn. Ja, macht durchaus Sinn. Das haben auch uns die Statistiken in letzter Zeit gezeigt. Genauso macht es keinen Sinn, im Dezember zum Releasen, wenn Mariah Carey wieder unterwegs ist. So, ja, das heißt, du hast eigentlich schon einmal 3 Monate weniger. Da, wo du releasen kannst. Und dann alle 6 bis 8 Wochen zu releasen, würde ich nur machen, wenn ich eigentlich schon die nächsten 10 Songs ready habe und vor allem, wenn ich auch weiß, was da für Schritte danach passieren sollen.
im Marketing, wenn ich ein Budget für jeden Song festgelegt habe. Und irgendwie das, dann zu sagen, in der Promotion-Phase haben wir nur 100 Euro pro Song zur Verfügung, das ist halt am Anfang okay, aber das ist halt, das wird dich halt nicht schnell weiterbringen. So. Ja, Ja. das größte Problem, was ich eigentlich da sehe, ist dieses Vertrauen von Artists in die Methoden bei der Umsetzung. Das können wir ihnen geben, ja, weil wir es halt auch selbst aktiv vorleben. Ja, aber wenn du jetzt irgendwie YouTube-Videos schaust und du probierst Methoden aus, weißt du währenddessen gar nicht, ob das auch wirklich funktioniert für dich, nämlich. Das ist nämlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Und in dem Moment, wo du daran zweifelst, und das tut jeder, hast du ein Problem, weil dann setzt du nicht so um, wie du eigentlich umsetzen müsstest, weil dein Mindset noch nicht dort ist, wo es eigentlich sein sollte, weil du ja nicht das Vertrauen hast in die Methode selbst, weil du es ja auch noch nicht gemacht hast. So. Ja, und genau dieses Vertrauen, das ist eigentlich mit das Stärkste, was wir mit unserem Tapback Media Konzept mitgeben können wir dir geben. Weil wir haben alles Mögliche an Methoden getestet und umgesetzt und zeigen das anderen Artists. Das heißt, das ist ja nicht nur von uns getestet, sondern eben auch von anderen Artists. Und das allein bringt einem schon ein sehr, sehr gutes Grundvertrauen in die Methoden an sich. Ja, dass das natürlich dann in weiterer Folge individuell aufgebaut werden muss, da braucht man nicht drüber reden. Ja, wir haben dieses Grundkonzept, das für alle funktioniert. Das eine funktioniert besser, das andere funktioniert nicht so gut. Dann ersetzt man das mit anderen Methoden. Aber wir füllen das natürlich auch auf mit individuellen Strategien. Das ist ja ganz klar, weil nicht jede Musik klingt gleich, nicht jeder Typ ist gleich, nicht jede Sängerin ist gleich. Ja, das ist wichtig zu verstehen. Ja, es ist ein ganz großer Punkt, was du gesagt hast. Vertrauen. Vor allen Dingen ist es ganz wichtig, dass man sich selber vertraut, dass man sagt, ich bin mir das wert. Ich glaube, ich hatte heute ein interessantes Gespräch auch, dass man sich als Künstler selber sagt, ich kann das und ich bin mir das wert. Viele trauen sich das ja auch selber gar nicht zu, diesen Schritt zu gehen. So. Und denken, das wird ja sowieso nicht funktionieren. So nach dem Motto. Und dann aber zu sagen, ihr lebt das aktiv vor, das funktioniert. Dieses Vertrauen in dieses System hinein. Ich glaube, das ist, dass man da dann sagt, das funktioniert dann. Klarerweise, ich meine, natürlich fängt es immer beim Künstler selbst an. Ja. Das Einzige, was wir Künstlern und Künstlerinnen nicht mitgeben können, ist der Drive. Ja. Dieser Wille, da jetzt da was zu erreichen, da jetzt Gas zu geben, ja, sich selbst zu pushen. Das können wir nicht geben. Das ist auch ganz klar. Das ist auch ein ganz klares Disqualifikationskriterium bei uns. Also, dass wir arbeiten nicht mit Künstlern, die irgendwie was Halbseichtes machen. So, die selbst nicht an sich, nicht unbedingt an sich glauben können, ja, weil oft ist da eine sehr, sehr große Frustration da, weil schon so viel passiert ist und aber trotzdem irgendwie nichts erreicht wurde. Aber dieser Drive, dass man mehr will, dass man die Musik wirklich raus in die Welt bringen will, ja, das muss so ein gewisses Feuer in einem sein, das brennt und lodert und das eigentlich 24/7 da ist. Und das können wir nicht hergeben. Aber was wir geben können, ist eben das Vertrauen in die Strategien dahinter. Ja, das ist nämlich auch ein Gamechanger. Ich hab mit meinem Bruder, ja, habe ich genau das Konzept entwickelt, das ich vor 4 Jahren gebraucht hätte. Weil wir waren damals auch an dem Punkt mit Points of Conception, wo wir gesagt haben, hey, ja, jetzt haben wir das und das, jetzt wir schalten Werbung und wir machen Playlist Promotion, wir machen Musikvideos, aber irgendwie, wir stecken da zwischen 10.000 und 20.000 monatlichen Hörern auf Spotify fest und eigentlich kommt doch gar nichts rein. Ja, diese Zahlen nach außen hin, diese Reichweite, das ist Außendarstellung, ja, das ist vielleicht wichtig bis zu einem gewissen Grad für Social Proof, aber viel, viel wichtiger ist ja das, was dahinter steht. Weil du kannst eine Metalband sein, die hat 80.000 Hörer und die macht auch genau nur das an Umsatz, wenn sie nicht einen schlechten Labeldeal unterschrieben haben und dann auf 50% noch abgeben. Ja. Das heißt, du nimmst dann ein, irgendwas zwischen, je nachdem halt, ob es 50% abgibst oder nicht, zwischen 800 € und 3.000 €. So, ja. Oder, und die hat gar nichts dann sonst mehr, sondern nur ein paar Konzerte und die laufen eher gut oder eher schlecht, je nachdem halt, wie der Veranstalter das Ganze promotet hat. Oder eine Band, eine Metalband, die 80.000 Hörer hat, da wo Spotify natürlich eine Zusatzeinnahmequelle ist, aber die Haupteinnahmequelle ist dann auf einmal einfach Merch online. So. Und dann werden dann Umsätze erzielt, da wo dir jeder sagt, das kannst du als Musiker nicht erreichen. Das kannst du nur erreichen, wenn du wirklich berühmt bist. Und das ist aber halt ein Irrglaube. Ja, du brauchst die Strategien und die Systeme, die dahinter stehen, dass es dir das ermöglicht, dass du eben auch
Merch online verkaufen kannst, dass du eben auch mit Fans sprechen kannst direkt, auch nicht immer bei Konzerten, sondern auch online. Ja. Das sind alles sehr, sehr wichtige Punkte und das startet halt alles, und das ist mit auch das Wichtigste, was ich in der heutigen Folge hier bei dir mitgeben möchte, das startet alles beim Songwriting. Dort startet alles. Ein guter Song ist ein guter Song. So. Wenn die Aussage auch noch cool dahinter ist, wenn du da Leute hast, die damit relaten können, ja, um das Ganze zu verenglischen, die da wirklich auch den Song fühlen, dann alles Weitere bist du denen es ja dann schuldig, dass du auch den Content machst, dass du noch mehr Leute reinziehst, dass du noch mehr Leute als deine Fans gewinnst, die dich dann feiern, die dich dann unterstützen. Weil nur so kannst du das ja dann eben auch langfristig machen und mit einem finanziellen Rückfluss machen. Weil sonst gibt es dich nach 2, 3 Jahren nicht mehr. Das ist so. Sieht man. Artists machen das 2 bis 3 Jahre und 50% davon hören dann auf oder machen fast gar nichts mehr. Da werden wir wieder an sich selber glauben und konstant bleiben an dem Thema. Absolut. Und Ja. das, diese Konstanz beizubehalten, die ganze Zeit auch über 3, 4, 5, 6, 7 Jahre hinweg und sich das dann Schritt für Schritt aufzubauen, das ist das, was man sich verstehen muss. Es ist nicht getan, damit einmal ins Studio zu gehen und einen Song aufzunehmen, oder es ist nicht getan, einmal ein Musikvideo zu drehen. Du musst das konstant die ganze Zeit immer wieder in einer verdammt guten Qualität machen. Das ist, was ich auch immer zu meinen Artists sage, ist, wenn sie fragen, was kann ich denn tun, damit ich erfolgreich werde, ist, meine ich ja, klingt vielleicht dämlich, aber ist vielleicht auch logisch. Ich meine, du musst so geil sein, dass die anderen dich haben wollen. So. Und wie werde ich denn so geil? Also analysier doch mal die großen Künstler, wie sie alle da sind. Guck mal, was die für Content raushauen. Analysier mal, in welchen Abständen die das raushauen, und tu das doch mal für dich selber so ein bisschen, wie sagt man, nutzen. Ja, so. Ja, wobei, da ist eine Falle. Es ist eine große Falle. Und zwar, Metallica kann machen, was sie wollen. Ja? Die können und wenn die ein Video davon machen, wie der James Hetfield am Klo sitzt, das geht viral. Ist so. Ja? Die Artists sind halt an einem, also diese großen Berühmtheiten, ja, Taylor Swift, Metallica, Slipknot, Ed Sheeran, die sind ja an einem ganz anderen Punkt. Deshalb funktioniert es auch nur bis zu einem gewissen Grad, dass man sich Dinge von denen abschaut. Natürlich, über Songwriting also Songs von denen zu hören und da sich inspirieren lassen, da mitzubekommen, ah, okay, da kommt jetzt doch dieser C-Teil, ja, und noch nicht die zweite Strophe oder so. Ja, keine Ahnung was. Aber das zu analysieren, das macht absolut Sinn, damit man als Songwriter besser wird. Dass man sich jetzt Content abschaut von großen Artists, ist eben ein zweischneidiges Schwert, weil die eben an einem anderen Punkt sind. Die können machen, was sie wollen. Und die haben ja schon die Fanbase. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein großer Unterschied. Die haben das Following. Ist ganz normal. Ja, die haben ja 2, 3, 4, 5, 10, 20 Millionen Follower auf Instagram. Wenn die dann was posten, natürlich wird das den Leuten ausgespielt, die gut finden. So, wenn du jetzt aber noch kein Following hast, musst du die Leute erstmal reinziehen in dein Universum. Ja, und das geht über Konstanz einerseits und das geht aber eben auch über den Song selbst. Das ist der stärkste Content, den du als Musiker hast, dein eigener Song. Und die Emotionen, die dein Song aussagen soll, die schießt du noch raus in die Welt. Da machst du Content drüber. Ja, das heißt, ich würde nicht unbedingt Content von großen Artists kopieren. Ich würde mir das vielleicht ein bisschen anschauen, mehr über die Songs gehen von den großen Artists und da vielleicht ein bisschen mehr lernen. Ja, und dann das einfach so ein bisschen als Vision sehen, wie sich das dann anfühlt, wenn ich dann dort bin, wie dieser große Artist. Ja, das kann man mitnehmen. Man kann sich da so ein bisschen inspirieren lassen. Und den Content selbst musst du halt ein bisschen anders machen als Newcomer vor allem. Und Newcomer Artist, so hart es klingt, ich zähle meine eigene Band auch noch als Newcomer Artist dazu. So, alles unter 100.000 monatlichen Hörer als Newcomer. Es ist ein großer Schritt, den man gehen muss, aber das wird so langsam. Es ist so, wahrscheinlich trotzdem ein harter Weg, bis man sich diese 100.000 monatlichen Zuhörer überhaupt erarbeiten kann. Aber ich denke, es ist ein lohnenswertes Ziel, das zu schaffen. Absolut, weil der Punkt ist ja der, wenn du dann diese 100.000 monatlichen Hörer hast, dann kommt ja auch was rein, so von den Streaming-Einnahmen. Ja? Und wenn das dann eben Fans sind, dann hast du ein Ratio von circa 5 zu 6 zu 7. Ja? Das bedeutet, dass ein monatlicher Hörer deinen Song einen Monat im Durchschnitt, ja, circa 5 bis 8 Mal oder sowas hört. Ja, das ist nämlich dann auch der Punkt, das hast du dann an der Stelle.
wenn du diese Größe erreicht hast. Wenn du das jetzt aber erreicht hast mit Playlist Promo oder so, hast du das nicht. Da hast du ein Ratio von 1 zu 2 vielleicht, wenn du gut dabei bist. Ja, das ist auch nochmal ein Unterschied, weil das macht ja dann eben den Unterschied, dass du entweder sagst, okay, ich habe dann als Artist, der 100.000 monatliche Hörer hat auf Spotify, habe ich dann entweder 200.000 Streams oder ich habe 800.000 Streams pro Monat. Und es werden nicht monatliche Hörer ausbezahlt, sondern Streams. Deshalb ist es so wichtig, dass du das Ganze organisch und richtig aufbaust. Nicht irgendwie eine Abkürzung dazu gehen und zu sagen, Playlist Promotion ist mein Hauptweg, ja, und da investiere ich pro Song 500, 600 Euro. Ja, das ist halt Geld verbrennen auf hohem Niveau. Deswegen kann ich allen Artists sagen, die das wirklich ernst meinen, nimmt Kontakt zu Marcel auf. Ich poste den Link in die Beschreibung unten drunter. Der hat wirklich einen Plan, was da geht, und nutzt die Chance, von einem Profi zu lernen, wie man richtig wachsen kann. Und Jonas hat mir jetzt gerade auch gesagt, wir sind schon Richtung Ende angekommen von der Zeit her vom Podcast. Und vielen Dank für deine Zeit heute und dass das so kurzfristig geklappt hat, noch alles. Und auf jeden Fall gerne wieder zu einem neuen Podcast-Thema. Ich finde es furchtbar gut, wenn man zusammen so eine Community aufbauen kann, die den Künstlern einfach hilft, nach vorne zu kommen. Ja, klar, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung heute. An der Stelle kann ich Künstlern und Artists so mitgeben: Vergesst das nicht, ihr habt keinen Stress. Auch wenn euch Musikmarketing-Influencer was anderes sagen wollen, ihr habt keinen Stress. Und wenn uns natürlich, wenn ihr euch für das interessiert, was wir machen, wir sind Tapback Media. Wir verändern natürlich Musikmarketing. Wir sind auf Social Media überall zu finden, aber auch unter tapbackmedia.com. Und an der Stelle könnt ihr auch direkt anfragen und da schauen wir dann einfach wirklich konkret für euch, wie so eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Mega. Super. Alex, vielen Dank. Dann sehen wir uns nächste Mal. Sehr gerne.